Kati, morgen nach dem Hinspiel 1:1 kommt Rom zu uns ins AOK-Stadion. Wie sind deine Gedanken an das Hinspiel jetzt erstmal gewesen? Was für Lehren hat man daraus gezogen? Ja, erstmal haben wir uns natürlich geärgert, dass wir da Punkte haben liegen lassen. Und das wollen wir morgen natürlich anders machen. Wollen im besten Fall natürlich einen Sieg einfahren. Haben das Spiel auch, gerade das Hinspiel in Rom, analysiert und wollen da jetzt aus unseren Fehlern lernen und das, wie gesagt, morgen dann im besten Fall perfekt umsetzen. Die Römerinnen waren richtig eklig auf dem Platz. Der Platz war auch, muss man auch sagen, nicht der beste. Hier haben wir optimale Bedingungen, auch wenn es gerade im Hintergrund ein bisschen schneit. Trotzdem erwartest du wieder so ein hartes Spiel auch in den Zweikämpfen? Ja, definitiv. Also die Römerinnen sind dafür bekannt, dass sie sehr eklig sind in den Zweikämpfen. Aber ich denke, da brauchen wir uns auf jeden Fall auch nicht zu verstecken. Wichtig wird sein, dass wir uns einfach auf unser Spiel konzentrieren, dass wir denen unser Spiel aufzwängen, dass wir einfach Fußball spielen, den Ball laufen lassen, um sie dann eben auch nicht in die Zweikämpfe kommen zu lassen. Und ja, ich freue mich auf das Spiel morgen. Und mit 3 Punkten könnte man einen enorm großen Schritt in die nächste Runde oder zur nächsten Runde machen. Ist das Motivation genug, dann morgen auch die 3 Punkte hier zu behalten? Ja, definitiv. Also das ist nochmal zusätzliche Motivation, aber unabhängig davon wollen wir so oder so jedes Spiel gewinnen und das wird auch morgen wieder das Ziel sein. Obi, das Hinspiel hast du knapp verpasst, muss man sagen. Wie hast denn du das 1:1 von der Couch zu Hause erlebt? Hat man dich da wütend gesehen, wütend oder wie hast du das gesehen? Ja, sehr unruhig habe ich zugeschaut, aber für mich war auch klar, dass wir auf jeden Fall Punkte mitnehmen aus Rom. Schade, dass es dann nur einer war, aber ich denke, dass wir über weite Strecken gar nicht das gezeigt haben, was wir auch wirklich konnten. Haben jetzt daraus gelernt und ich glaube, dass wir es morgen auf jeden Fall auch nochmal besser machen werden. Ich glaube, das wäre aber auch so ein richtiges Spiel auch für dich gewesen, weil in den Zweikämpfen ging es ja auch gut zur Sache, oder? Ja, habe ich auch gesehen. Hat auch ein bisschen gekribbelt im Bauch, weil ich schon gesehen habe, dass man da das ein oder andere Tackling gut setzen konnte. Aber haben Lena und Poppy auch überragend gemacht. Deswegen, muss man einfach gucken, wie das Spiel morgen wird. Ich hoffe, dass wir gar nicht so viel in die Zweikämpfe kommen, sondern den Ball einfach gut laufen lassen und dann uns auch durchspielen werden zum Tor. Mit 3 Punkten kann man einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. Motivation genug, morgen auch die 3 Punkte hier im AOK-Stadion zu behalten? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man durch die Gesichter in der Mannschaft guckt, da brauchen wir gar keine große Motivation, um die 3 Punkte zu holen, sondern wir haben in jedem Spiel die Motivation, einfach einen Sieg zu holen. Egal ob Pokal, Liga oder Champions League jetzt. Ich glaube, die Gier ist immer da. Selbst im Training, wenn wir in Turniersport spielen, geht es da ab. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall alles geben, um 3 Punkte auch zu holen. Tommy, morgen geht's ins Rückspiel gegen die Römerinnen. Wie groß ist deine Vorfreude bei diesen Platzbedingungen auf das Spiel morgen? Sehr groß, weil gleichen Herausforderungen eigentlich vom Gegner natürlich. Eine tolle Qualität, die Römer natürlich auch im Team haben. Von daher einfach ein Champions-League-Spiel, wie man sich das vorstellt, mit tollen Rahmenbedingungen. Von daher, große Vorfreude. In den letzten Wochen sah der Kader immer üppig gefüllt aus. Gibt es irgendwelche personellen Neuigkeiten, die du uns mitteilen kannst für das morgige Spiel? Nein, es ist wie beim alten die letzten Wochen. Sarah Gresch steht uns nicht zur Verfügung. Alle anderen Spielerinnen sind einsatzfähig und mit dabei. Sehr gut. Römerin im Hinspiel extrem eklig gewesen. So erwartest du sie sehr wahrscheinlich. Jetzt kommt der Schnee auch nochmal in einer Böe hier rein. Auch morgen? Ja, also es ist auch ein bisschen deren Spielweise, unangenehm im Defensivbereich, packen wirklich zu, sind wirklich voller Temperament. Das Ganze müssen wir blocken, vor allem bespielen und dann haben wir auch genug Möglichkeiten. Die hatten wir auch im Hinspiel, vor allem im Rahmen der zweiten Halbzeit und da wollen wir uns morgen dann auch belohnen. Was stimmt dich positiv, dass wir morgen gegen 21 Uhr dann mit 3 weiteren Punkten auf dem Konto an Platz 1 stehen in der Gruppe? Mein Team, muss ich tatsächlich sagen, weil es wirklich auch in den letzten Wochen so ist. Wir haben sehr, sehr viel, sehr gut gemacht, vieles richtig gemacht. Das Ganze wollen wir auch morgen auf den Platz bringen. Lieben Dank und maximalen Erfolg. Danke.